Willkommen, mein Junge, zu einem ganz neuen Minecraft-Projekt auf meinem Kanal. Und zwar ist es mir eine große Ehre, endlich wieder, weil da hat mein Minecraft-Leben so richtig erst angefangen, vor über 2 Jahren, vor über 3 Jahren, als ich auf dem Minecraft-Server vom Minecraft-Center damals gespielt habe und mich von ganz unten nach ganz oben gespielt habe. Und jetzt gibt es Minecraft Reloaded. Der Revi ist mit dabei, der hat schon 3 Folgen drauf gemacht. Hallo? Hallo? Und der wird mir jetzt ein bisschen zeigen. Ich möchte das Let's Play erstmal so machen wie so ein ganz normaler Spieler, der sich jetzt das erste Mal auf diesen Server einloggt. Und einfach hier mal schauen, wie sich das alles so ist. Hier, die IP habe ich hier schon. Minecraft Reloaded. Drauf. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich bin über Whitelist. Man muss sich, glaube ich, bewerben. Ist, genau. Link oh Gott, Dena, Sie haben dich gesehen. Da sind sie alle. Warte, komm, andersrum. Okay, das hier ist der Hub, das hier ist die Lobby. Mhm. Hinten geht's zu den Farmwelten und geradeaus geht's in die City. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in die City. City, warte, ich change mein Resource Pack. Und zwar möchte ich das ganze Spielen am liebsten einfach mit so Attack. Dich hat noch keiner bemerkt. Einer nur. Das ist nämlich ein bisschen kritisch. Ja. Ihr müsst euch halt vorstellen, hier sind super viele Leute, die mit uns spielen wollen. Die freuen sich auch immer alle total, wenn wir da sind. Und dementsprechend ist es halt, guck mal hier, was man kann. Schau mal hier, komm mal her. Siehst du mich hier? Ja. Warte, komm mal hier rüber. Hier sitzen, siehst du hier die Leute, die auf der Bank sitzen? Guck mal. Ich kann auch sitzen. Hallo. Wie kann man sitzen? Nicht, wenn die Bank voll ist. Ich kann nicht sitzen. Du bist zu dick. Scheiße, ey. Okay, komm mal mit geradeaus. Bitte geht mal runter, Leute. Könnt ihr bitte runtergehen und bitte geht nicht in meinen Weg rein. Ey, nun. Scheiße, ich will ja nur sitzen. Lauf rüber auf die andere Bank. Jetzt. Okay, warte, ich komm daneben. Wie sitzt man? Ja. Ich sitze. Hallo. Hallo, Revi, schau mich an. Hey, ich sitze irgendwie. Achso, jetzt sitze ich nochmal. Hallo. Oh Gott, so viele Leute, guck mal. Leute, bitte, warum müsst ihr denn in mir drin sitzen? Die wuseln in uns rum. Oh, guck mal, die haben nicht gecheckt, dass ich weg bin. Dreh dich mal um. Weg. Okay, Revi, ich möchte ganz normal auf diesen Server spielen, okay? Ja, also wir können natürlich jetzt... Polizei, Hilfe! Die ist noch nicht da, die kommt noch. Ah, scheiße. Guck mal, ich kann mich auch in den Boden setzen, ist auch ganz cool. Was kann man auf diesem Server machen? Das ist ein City, also nicht ein bisschen so ein realistischer Server, so ein bisschen. Also realistisch im Sinne von, man kann sich halt so ein bisschen so ein Wirtschaftsserver so ein bisschen. Genau. Und es gibt Steuern und man hat Geld. Richtig. Wie viel Geld habe ich zum Beispiel? Du hast am Anfang gar nichts. Das heißt, du fängst quasi an als... Wie kann ich mein Geld checken? /money. Das kannst du aber hier noch nicht machen. Dafür müssen wir auf den City-Build-Server gehen. Also komm mal mit. Ach so, das heißt, im Moment sind wir echt nur in der Lobby. Genau. Wir sind quasi in der Lobby. Hier ist später auch noch andere Sachen geplant. Da will ich aber jetzt nicht zu viel von verraten. Ist Sven eigentlich online? Der Sven ist da, ja. Aber wir müssen mal gucken, wo der ist. Wahrscheinlich verfolgt er uns gerade sneaky im Vanish. Nicht mal, ob der im Teamspeak ist oder so. Der ist auch im Teamspeak, ja. Oder wollen wir das mal auschecken, ob der da ist? Wollen wir mal gucken? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Du musst mir die musst mir jetzt bei Skype schicken, wie ich da raufkomme auf den Pass auf, warte mal, dann schaue ich mal ganz kurz, ob jemand da ist. Dann mache ich mal hier ganz kurz. Das ist nämlich der Chef vom Server, dem gehört der. Und das ist derselbe Sven, der auch damals halt, bei dem ich zum ersten Mal gespielt habe auf einem großen Minecraft-Server. Und richtig viel habe ich da gemacht auf dem Server. Da hatte ich ein eigenes Kaufhaus am Ende. Und Revi hat da auch schon gespielt. Du hast Revi nicht ins Kant und Revi dachte immer, was ist denn das für ein abgehobener Spaß? Richtig, weil ich war immer richtig neidisch. Dena hatte nämlich immer alles und ich hatte gar nichts. Ich hatte nichts. Dena hatte ein Kaufhaus, ein eigenes Haus und ich hatte nicht mal so ein Grundstück. Ich hatte ganz am Ende ein Grundstück und da wollte ich gerade mein Haus bauen und dann war der Server offline. Ja, ich hoffe mal, dass jetzt, das ich jetzt gemoved werde. Und deswegen, weil der Server offline war, habe ich dann meinen YouTube-Kanal gemacht, weil mir langweilig war. Gott, ich habe meine Teamspeak-Sounds. Ja, ich muss erstmal gemoved werden irgendwie. Ich mache mal hier ganz kurz einen Cut bei mir. So. Oh. Und dann klar, da sind wir wieder. Weil der Sven mittlerweile heißt der Sven LP mit Z am Anfang. Z-W-E-N-L-P. Genau. Mit dem habe ich ja schon mal aufgenommen. Zwei Minecraft Survival Games haben wir damals mal aufgenommen. Genau, vor 7 Jahren oder so. Das ist schon ein bisschen her. Ja, von mir kennt man den Sven. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Das ist Sven. Das bin ich, genau. Und das ist derjenige, der das ins Leben gerufen hat. Und ich würde sagen, Felix, ich wollte eine kleine Server-Einführung bekommen. Weil ich bin jetzt sozusagen, ich bin ein ganz kleiner, einfacher Spieler, der hier raufkommt und gar nicht weiß, worum es geht. Ich habe nur gesehen, ich habe kein Geld. Dann geh mal geradeaus, das ist schon mal richtig. Geh mal geradeaus mit mir hier durch. So. Okay, City Build, okay. Okay, dann komm mal her. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hallo. Ich habe Essen schon mal gut. Das kriegst du umsonst. Wo bist du denn? Zu Hause nicht. Der ist am Spawn dann erstmal, ne? Ja, das ist am Spawn. Ach man, ich dachte, wir kommen an meinem Shop vorbei. Übrigens hier rechts mein Shop, ne? Für die Leute, die jetzt gerade bei mir gucken, könnt ihr mal vorbeischauen. bisschen Werbung. So macht ihr die Geschäfte. So, ja, wo bist du? Komm her. So. Er ist genau am Spawn. Wir können auch mal zum Bahnhof. Du bist doch beim Bahnhof, oder?
Ich bin beim Brunnen, so in der Mitte. Ich meine Revi. Revi ist vom Bahnhof. Revi ist bei mir. Ich bin beim Brunnen. Achso, ja, dann seid ihr doch beide da, wo ihr seid. Ich glaube, ich habe gerade eine richtig schlechte Verbindung. Bei mir sieht das gerade laggy aus. Also, das ist der Server. Das sieht allgemein laggy aus. Ja, aber Dena da ist, ist doch klar. Die wollen da gerade alle rein. Ja, gut, das ist klar. In Dena einfach. Da ist Sven. Hallo, na? Alles klar? Hey, ja klar. Wir haben jetzt noch die Chance, schnell ins Hotelzimmer zu gehen, bevor die anderen kommen. Was ist denn da für einen schönen Umhang, sag mal? Weiß ich auch nicht. Hat mich jemand gekauft? Der ist rosa. Der ist pink. So einen richtigen Homo-Umhang. Ich kann gar nichts für. Der war plötzlich da, wirklich, ich schwöre es. Hat mir jemand gekauft, so schön. Dieses komische Sperrholzbrett auf deinem Rücken. Geht der nicht mehr weg, oder was? Nee. Verarsch mich. Der bleibt immer da. Scheiße. Ich hab schon versucht, den zu vergessen. Du bringst jetzt neue Erinnerungen hoch. Oh. Möchtest du mal mitkommen, Felix? Ja. Pass auf. Generell, man spawnt halt erstmal. Und hat gar nichts und dann fängt man meistens an, sich irgendwie ein Hotelzimmer zu suchen. Ich habe mich natürlich direkt im geilsten Hotel eingemietet. Okay. Ich habe mir echt das beste Hotelzimmer direkt geschnappt, weil ich einfach todesgeil war. Ich war am Anfang. Hey, wofür hattest du das Geld fürs Hotelzimmer? Ich war direkt am Anfang der Erste, der gefarmt hat und war der Erste, der ein Hotelzimmer hat, peinlicherweise. Das war ich damals, als die neue Minecraft-Map damals aufgemacht echt? Wurde. Ja, zusammen mit Flass43b. Alte Geschichten. Mhm. Ah, den kenne ich noch. Ehrlich jetzt? Ach. So, warte, wir müssen jetzt mal ganz kurz, wir müssen mal, komm hier rein, so, warte, geh da durch. Jetzt sind natürlich alle hier drin, das ist natürlich jetzt eine dicke Hausparty. Ist da schon wieder der Kerl auf dem Balkon? Da ist schon wieder der Kerl auf dem Balkon. Guck da, der Typ ist immer da. Der wohnt auf meinem Balkon, ich sag es dir. Oh mein Gott. Ja, man kriegt dann halt hier so ein Hotelzimmer und das ist jetzt auch schon ein bisschen eingerichtet. Und mein Leben hat keinen Sinn mehr. Nein, tu es nicht. Ich hab meine Und es regnet einfach Menschen, alle springen dir hinterher. Oh Gott. Ja, man spawnt halt am Anfang in diesem Hotelzimmer, das habt ihr scheinbar schon bei mir gesehen. Und hä, ich bin da nicht drin gespawnt. Nein, nee, man also, kann sich eins kaufen. So meine ich das, genau. Man hat das quasi so die erste Butze, die man hat. Und die musst du dir aber kaufen und das Gekaufte hast du woher das ganze Geld? Du hast gefarmt. Guck mal, wie viele Leute hier drin sind, das ist voll die Hausparty. Geht mal genau, er hat gefarmt und das dann verkauft bei Tradern. Richtig, also genau. Bei irgendwelchen Händlern, die auf dem Markt, wo ist der Marktplatz denn? Der ist hier unten, da wo musst du runterspringen quasi. Hier auch nochmal. Warum auch nicht? Das ist der Marktplatz, aber hier sind die Trader nicht. Da muss man nochmal extra hin, um da Sachen zu verkaufen. Da muss man extra... jetzt verwirrst du mich. Was muss man tun? Ja, okay. Willst du das wirklich jetzt sehen, wie man verkauft? Ja, so ungefähr. Ja, dann musst du hier lang in den Bahnhof. Dann mach ich bei mir einen kurzen Zeitraffer, weil das kennen die Leute ja von mir alles schon, ne? Ja. Mach das so, mal. Tschüss. Hau rein. Mach's gut. Okay. Man geht hier in den Bahnhof und dann, natürlich voll gepackt mit schönen Sachen, ne? Die man da gerade alle gefahren hat. Zum Beispiel links der Shop von mir. Willst du den sehen? Willst du noch sehen, Felix? Ich habe erstmal Sven verloren. Komm mit, ich zeig dir, wo der Shop ist. Ich hab Sven verloren. Du musst dir voll einmal meinen Shop gucken, komm. Einmal. Ich hab ihn verloren. Komm her. Hier bin ich. Hier. Ja, okay. Stopp erstmal in der Sven, deine Werbung kannst du später machen, Rebe. Aber, sonst hab ich doch kein Geld. Ich lebe am Existenzminimum. Geh mal da runter, zur Wand. Bin jetzt hier. Beweg mal die Maus. Die scheinen alle gerade was verkaufen zu wollen, Sven. Ich bin schon weg. Ach, du bist da, du bist so, genau. Hier bist du jetzt quasi so bei den Tradern und dann gehst du quasi hier so ein bisschen lang und dann da vorne steht so ein Schild und da kannst du dir ausdenken oder aussuchen, wo du hingehst einfach, ja? Hier vorne? Zum Holzhändler, zum Schmied, zur Goldhexe. Ach, ich dachte, die verkaufen das auf dem Marktplatz. Nein, die verkaufen das ja nicht, die kaufen das. Ich glaube, die wollen gerade alle was verkaufen, ne? Ach so, die Holzhändler. Ach, das sind dann NPCs, oder sind das? Das sind NPCs, da verkaufst du dann Holzblöcke, die du gibt es hier auch Leute, die einen Shop haben, so wie Revi auf dem Marktplatz? Ja, gibt's auch. Aber auf dem Marktplatz war niemand, ne? Wo wir gerade waren. Nee, der ist nicht mehr. Der war der mal. Der ist weg. Der war da mal. Der ist da nicht mehr. Das müssen wir auch alles auslagern. Hey Sven, du hast mir erzählt, das sind echte Menschen mit den NPCs. Ich habe mit denen geredet. Ja, sind doch echte Menschen. In einen sogar verliebt. Das sind sogar wirklich echte Menschen. Das sind echte Spieler. Schnapp ihn die. Schnapp sie dir alle. Wir laufen wir gerade überhaupt zu einem Händler hin? Ja, zum Holzhändler, glaube ich, ne? Ich habe ganz viel Holz dabei. Echt jetzt? Nee, leider nicht. Ich kann dir auch Holz geben und dann links, kannst du es mal testen. Ja, rechts, links, nur zum Testen, selbstverständlich. Hier, ich geb dir mal. Oh mein Gott, ich hab dein ganzes Deck weggeworfen aus Versehen. Ich hab ein Dschungelholz. Ich glaube, du musst hier lang, ich weiß es aber nicht genau, ehrlich gesagt. Guck ich auch nicht. Guck. Okay. Dena.
Sind wir überhaupt richtig hier? Keine Ahnung. Ist dein Server? Warte, hier. Hier unten steht ein Schild. Moment, da steht Holz. Da steht Holz, aber nur Holz, genau. Aber nicht der Händler. Da steht nur Holz. Holz links, links. Okay. Müssen hier der Händler ist ein Young Guest ohne Hunger, ohne Essen gespawnt. Das geht nicht. Gib ihm etwas zu essen. Junge, muss sterben sonst. Schreibt den ja. Der regelt. Ist hier lang? Dena. Ich hab nix. Irgendwo müsste jetzt hier eigentlich der Trader kommen. Das sieht bei mir so richtig schön aus mit diesem Shader, ne? Aber kommt der Trader hier noch? Dena. Vielleicht ist das so ein fahrender Händler, ich weiß nicht. Der ist nur ab und zu da. Nur Mittwoch und Freitag, weißt du? Oh mein Gott, wo ist der denn? Ja, Sven, das ist jetzt, ne? Also, ne, ich glaube, der ist da oben auf dem Berg. Nee, Quatsch, niemals. Warum soll denn ein Holzhändler auf oben auf dem Berg sein? Ja, weil das so ein Bergholz. Wie weit der weg? Wieso ist der so weit weg? Der will doch, dass man da Sachen ankauft. Warum zieht der denn so weit weg? Die Frage... Das verstehe ich gar nicht. Sven, willst du nicht mal irgendwie... Sollen wir es ja nicht hinporten? Oder ja, komm, wir machen mal voll an auf Cheetah. Hier ist nämlich schon der Bahnhof, hier ist schon das Rosensee, Sven, hier oben. Wir sind ganz falsch gelaufen. Hä? Ja, warte, ja, Revi ist schuld, ey. Was? Nein! Wow! Hier ist jetzt der Holzankauf. Wo sind die ganzen anderen Spieler, die verkaufen wollten? Ich möchte wollten? Holz verkaufen. Ich habe Jungle Watch. Boah, ey, das ist ja gar nicht... Na gut. Die verkaufen jetzt. Klicke auf das Item in deinem Inventar. Genau. Verkauft. Verkauft. Hast du ein bisschen Geld bekommen? Ich hab sogar viel. Ja. Ich hab mir 1,50 verdient. Ja, kannst du dir ein Eis holen? Auch kein gutes, die sind teurer. Jetzt können wir, also rein theoretisch, müsstest du jetzt mehr Items farmen, ne, damit du mehr Geld verdienen kannst. Weil wir sind jetzt sozusagen noch in derselben Welt. Also ja, das ist doch dieselbe Welt. Das Grundkonzept nochmal verstehe vom Server. Es sind denn so, das ist jetzt eine Welt und das hier ist die Welt, in der man auch Grundstücke hat oder wo nur die Händler sind? Nee, auch Grundstücke, aber das lagern wir noch aus, dass wir dann später nur noch quasi eine Händlerwelt haben, weißt du? Okay. Also das müssten wir eigentlich mal zum Spawn. Du kannst eigentlich Slash Home machen. Slash Home? Müsstest du ja eigentlich. Ja, wo bin ich beim Spawn? Genau, jetzt musst du in den Bahnhof rein. Da ist ja wieder so ein. Dieses Portal, ne? Mhm. Nee, du gehst gerade in das Rathaus. Entschuldigung. Er sagt so, ich drehe mich um, rennt voll in die falsche Richtung einfach mal. Ich dachte, das ist der Bahnhof, weil das ist eine Uhr. Weil bei mir am Bahnhof immer eine Uhr. So, da sind wir auch wieder bei mir. Jetzt hier zurück. Hallo. Hallo. So, Dena, komm mal her, pass mal auf. Jetzt hier links, ne? Also da darfst du echt dran vorbeilaufen. Guck mal hier. Guck mal da. Okay. Ist das nicht. Ich kann leider nichts sehen. Ist das. Hallo? Du, jetzt komm doch mal hier. Guck mal. Ist das nicht, ich meine, ist der nicht schön? Ihr habt den ja richtig schön gemacht. Der ist richtig schön, das ist dein ganzer Shop? Ja. Alles? Ja. Er hat sich eingenistet, Mann, wie so ein Parasit. Bei so nein, anderen. Der eine hat mich gefragt, ob ich den nicht teilen will. Und hier oben wollen wir noch eine Stripbühne hinmachen oder sowas, keine Ahnung. Guck da oben, hier meine Rolex, meine Freunde, ja? Guck hier, Sven, guck, wie die Uhr heißt. Ich hab mich versteckt und die haben mich alle verraten, weil die mir nachgelaufen sind. Scheiße. Oh, scheiße, jetzt bin ich eingebrochen. Cheater, Hacker, Admin. Eingebrochen, Admin. Oh, läuft bei mir. Irgendwie will keiner glauben, dass... Wie viel kosten Diamanten bei dir? Nur ganze 800. Fuck. Aber es gibt ja keine Diamanten auf der ganzen Map. Und die sind billiger als bei Dravo X. Was? 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 Dravo X? Ach, das ist ja... Nee, rein theoretisch müsstest du ja selber farmen und dazu müsstest du ja erstmal wieder. Ich habe aber schon 501 Euro Dollar Mark 50. Minecraft Mark, kennst du die? Wie hast du die? Weiß ich nicht, die hat mir plötzlich jemand überwiesen. Okay. Ja. Nee, Schmiedwetzel. Dann komm mal mit, wir zeigen dir mal die Grundstücke, komm mit. Nee, eigentlich lieber die Farmwelt, oder? Wo ist denn der andere Shop von diesem anderen Typen? Der ist von Dravo. Ja. Warte, komm mal hier. Nee, komm mal mit hier. Der hier? Nee, warte, wo bist du denn? Du sollst mir hinterherlaufen. Danke, Mensch, der ist aber auch orientierungslos. Der Shop wird heute eröffnet. Der ist immer noch nicht eröffnet. Der steht heute, aber der ist nicht... Wann ist denn heute? Mann! Cool, der Typ steht da nur drin, fragst, was los? wenn er... Ich glaube, der hat... Ich glaube, der eröffnet jetzt, komm. Mach mal ein bisschen Druck. Schreib mal, mach auf. Bitte mach auf! Bitte! Oh, nee, ich hab noch mehr Geld bekommen!
Wieso kriegst du Geld in den Arsch gesteckt? Was soll das? Das ist wie bei Craft Attack. Wo du gar nichts machen musst. Oh, jetzt hat Sven, hat mir eine Mark geschickt. Mach ja, auf. Meine Lieben, wie das hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr mehr wollt von dem Server hier und wie ich hier spielen soll, so als normaler User oder ob ihr irgendwelche anderen Vorschläge habt. Schaut auf jeden Fall auch bei Revi vorbei, weil der hat ja schon einen Shop und was er alles gebaut hat, seht ihr in seinen Folgen. Link ist in der Beschreibung. Und schaut auf jeden Fall bei Sven vorbei. Ja, den verlinke ich diesmal auch, nicht Videos nur sein Facebook. Server, so Admin-mäßig so. Ich mache auch Videos, ja. Ah, der macht auch auf YouTube, ne? Also schaut da vorbei und wenn ihr mitspielen wollt, ist der Link zum Forum in der Beschreibung. Ihr müsst euch da aber bewerben. Wie bewirbt man sich ungefähr so? Und ist das überhaupt schon offen, die Bewerbungsphase? Ist schon offen, ja. Da können wir machen, ja. Hammer, okay. Nice. Aber seid da sehr, achtet sehr auf eure Wortwahl, artikuliert euch ordentlich. Dann habt ihr auch eine Chance, nicht, irgendwie mitzuspielen. Was war die letzte Bewerbung, die beste, die ich vorgelesen bekommen habe? Immer wenn ich Revi sehe, bekomme ich einen steifen, lol. Das funktioniert direkt nicht. Angenommen, ne? Ja. Ja, so Leute brauchen wir. Leute mit Niveau. Die ganzen Perverslinge. Ich sehe einfach nur noch schwarz, weil alle in mir drin sind. Ich hoffe, der Shop öffnet bis zur nächsten Folge und die sind überall Lichter und es ist hey, du, aber meiner ist doch auf. Ich verstehe jetzt gar nicht, warum die jetzt... Also, Mensch. Ich hoffe, ihr habt Spaß in der Folge. Wenn ihr alles das mich wissen in den Kommentaren, oder wenn ihr zu faul für ein paar Worte schreibt, dann drückt einfach den Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao.